Heißt es eigentlich Gemini oder Gemini? Ich rede von Googles KI, das jetzt auch auf iOS native drin ist in der Google App. Und ich habe das mal getestet und habe so zwei, drei Dinge festgestellt. Komm mit, ich zeig dir was. Und zwar wird dir als erstes auffallen, dass grundsätzlich Google dir so ein paar Hinweise gibt, was die ganze Datenspeicherung angeht, was ja grundsätzlich sehr, sehr wertvoll ist. Ich habe dann aber trotzdem mal so eine generelle Frage gestellt hier. Und habe dann gesehen, dass Google mich darauf hinweist, dass ich das ja noch prüfen soll. Was ich auch gemacht habe. Lustigerweise ist ja Google, obwohl es KI in sich hat und eigentlich einen entsprechenden Zugang auch zum Internet hat, nämlich zum ganzen Wissen, was Google hat, gar nicht so zuverlässig. Tja, da stellt sich auch die Frage von wegen, kann ich vielleicht irgendwas Besseres nutzen als Google? Die Antwort siehst du hier. Und ich glaube, das ist doch auch schön, wenn irgendwie Google zumindest selbst bewusst ist, dass es Alternativen gibt. Würdest du Gemini nutzen? Nutzt du es auch? Und wie gesagt, wie sagt man jetzt eigentlich? Gemini oder Gemini? Mein Name ist Roger und ich freue mich von dir zu lesen. Bis bald.